jetzt einfach mal ganz vorsichtig versuchen, diese Schrauben zu lösen und mal gucken, ob wir ganz vorsichtig unter das Gehäuse gucken können. Denn ich möchte unbedingt wissen, was hier für Akkuzellen drin sind. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Julian von der Interessengemeinschaft Elektromobilität und ihr seid heute dabei. Es geht um den dritten Teil der Roller-Videoserie. Ihr könnt euch daran erinnern, ich habe euch in den ersten beiden Teilen, die wir hier auch verlinken werden, meinen Elektroroller vorgestellt. Ich habe euch erklärt, warum ich den gekauft habe. Ich habe euch viel über den Roller gezeigt. Ich habe euch mitgenommen auf die Reichweitentestfahrt. Und in der Zwischenzeit sind ganz, ganz viele Kommentare von euch dazugekommen. Und es ging eigentlich hauptsächlich um zwei Dinge, nämlich A, was kostet das eigentlich, mit dem E-Roller zu fahren? Ihr wisst, die Anschaffungskosten sind ja immer nur der eine Teil der Geschichte. Wie also verhält sich das Ganze in den laufenden Kosten? Und B, lohnt sich das eigentlich für die Umwelt, einen Elektroroller zu fahren? Ist nicht auch hier wieder das Argument, so ein Akku, der muss ja erstmal hergestellt werden, das kostet Rohstoffe, das kostet Energie, das ergibt Emissionen und der Strom selber, wo kommt der her und so weiter und so fort. Dazu habt ihr sehr fleißig kommentiert. Ein paar Fragen haben wir schon versucht zu beantworten, aber wir haben viele Fragen auf den dritten Teil verschoben und das ist genau das, worum es heute geht. Ihr werdet also heute in diesem Video erfahren, was kostet es, mit so einem E-Roller zu fahren? Und ihr werdet erfahren, zumindest meine Meinung dazu erfahren, was ich recherchiert habe zum Thema Ökobilanz von so einem Elektroroller. Das Erste, was ich mit euch heute machen möchte, wir gucken uns mal den Akku genau an. Und warum? Das erkläre ich euch gleich. Wenn man sich mit dem Kosten für so einen E-Roller auseinandersetzt, geht es, wie gesagt, nicht nur darum, sich die Anschaffungskosten oder die Kosten für das Versicherungsnummernschild anzugucken, sondern man muss natürlich auch gucken, was kostet es, wie lange kann ich mit dem Akku fahren? Denn den Akku zu ersetzen, das kostet ein bisschen was. Das ist im Prinzip das Gleiche, als wenn ihr euch irgendwie eine Taschenlampe kauft und setzt so einen Lithium-Ionen-Akku ein und der soll auch möglichst lange halten. Das ist klar, weil immer wieder den Akku neu kaufen, das wäre Quatsch. Dann könnte man sich ja vielleicht sogar Batterien kaufen. Oder vergleicht das einfach mal hier zum Beispiel. Das ist ein Pedelec-Akku. Der kostet, wenn ich den ersetze, so um die 600 Euro. Das ist eine ganze Menge. Und ich habe natürlich keine Lust, dass der Akku vielleicht nur 1000 Kilometer hält. Dann würde mich ja jeder Kilometer ein Vermögen kosten. Das möchte ich nicht. Das Gleiche gilt natürlich auch für den Roller-Akku. Und um einigermaßen abschätzen zu können, was mit dem Roller-Akku für eine Gesamtreichweite zu erreichen ist, da habe ich mir gedacht, wäre es vielleicht ganz interessant, nicht nur in die Anleitung zu gucken, sondern so einen Akku mal aufzumachen, vorsichtig natürlich, und zu schauen, was ist da eigentlich drin. Also, was habe ich gemacht? Ich habe mir erstmal eine Sicherheitsbrille geholt. Man weiß ja nicht genau, was passiert. Ich habe mir einen Akkuschrauber bereitgelegt, um den Akku zu öffnen. Und ich habe auch einen Akku, den zeige ich euch gleich hier. Da ist er. Das ist genauso einer, wie er in meinem Roller drin ist. Den habe ich ausgeliehen bekommen mit der ausdrücklichen Erlaubnis, den mal zu öffnen. Und genau das machen wir jetzt. Denn ich bin sehr gespannt, was da drin ist. Mein Tipp, China-Akku, China-Roller. Wenn da mal nicht irgendwelche billigen Tütenakkus drin sind. Das wäre natürlich nicht so klasse, weil allgemein bekannt sind die nicht so besonders haltbar. Aber lasst uns einfach mal reingucken. Bevor es gleich losgeht mit dem Aufmachen dieses Akkus, hier nochmal ein Blick von außen. Hier ist der Anschluss, an den das Ladegerät angeschlossen wird oder die Stromversorgung zum Roller. Hier ist natürlich nochmal ein Warnschild, das ist völlig klar. Hier auch nochmal ein Warnschild. Normalerweise macht man sowas nicht. Also das ist jetzt keine Anleitung zum Nachmachen. Ich möchte also alle von euch sozusagen ganz dringend davor warnen, jetzt auch mal einfach ihre Akkus irgendwie aufzuschreiben. Und hier haben wir das Typenschild, und weil man das so schlecht lesen kann, weil es auch super klein gedruckt ist, lese ich einfach mal vor. Also hier steht erstmal der Batterietyp da, wie der heißt. Dann die Spannung 60 Volt. Wir haben eine Kapazität angegeben von 20,8 Amperestunden, heißt 1248 Wattstunden. Und die maximale Ladeentspannung, das sind 65,6 Volt. Okay, dann würde ich einfach sagen, wir legen mal ganz vorsichtig los. Ihr seht, dass hier überall solche Schrauben sind. Die sehen auch jetzt nicht versiegelt oder verklebt aus. Ich werde jetzt einfach mal ganz vorsichtig versuchen, diese Schrauben zu lösen und mal gucken, ob wir ganz vorsichtig unter das Gehäuse gucken können. Denn ich möchte unbedingt wissen, was hier für Akkuzellen drin sind.
So, ich habe jetzt alle Schrauben gelöst und beim Lösen ist mir eine Sache aufgefallen, abgesehen davon, dass die ganz einfach aufgingen. Ich habe euch ja hier vorhin diesen Lithium-Ionen-Akku gezeigt als Beispiel. Und wenn ich das hier mal so hinhalte, dann habe ich das Gefühl, die könnten hier drin sein. Also ich bin jetzt mal wirklich gespannt, denn von der Höhe würde das passen. Jetzt versuche ich mal, den Deckel vorsichtig zu lösen. Okay. Ah, ich merke schon was. Ich muss das ganze Ding umdrehen. Aha, aha, aha. Oh ja, da tut sich was. Ich räume das mal hier beiseite. Der geht auf. Der geht auf. Und, was sehen meine erfreuten Augen? Könnt ihr das sehen? Das entspricht ja voll meiner Erwartung. Hier sind tatsächlich, ich zeige euch das nochmal im Vergleich. Hier, das ist so eine 18650er Zelle. Die hatte ich euch auch schon mal in meinem Video gezeigt zum Thema Batteriehysterie. Und hier sind tatsächlich 18650er Akkuzellen drin. Also damit hätte ich jetzt definitiv nicht gerechnet. Das ist schon mal die erste Überraschung. Ich hätte wirklich gedacht, hier sind so diese klassischen Tütenakkus drin. Also habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen. So, das sieht aus wie so eine Tüte aus Aluminiumfolie, oben mit zwei Kontakten drauf. Hatte ich mal in meinem allerersten Pedelec-Akku drin, war eine blanke Katastrophe. Aber dass ich jetzt hier schon mal 18650 Akkus sehe, das ist schon mal hochspannend, vor allem auch für das Thema Recycling, denn das ist ja im Prinzip der Akkutyp, der Akkuformfaktor, der ja fast überall verwendet wird, und dafür werden sich sicherlich auch sehr gute Recycling-Anlagen aufbauen lassen oder sind sogar schon in Betrieb. Also das finde ich jetzt schon mal ganz interessant. Jetzt wollen wir uns mal angucken, was das für Akkuzellen sind. Ich sehe schon hier so ein bisschen so eine Aufschriften hier und wir versuchen mal rauszukriegen, was das für Akkuzellen sind. Vielleicht erfahren wir dann ein bisschen mehr über diesen Akku. Das sind dann also zusammen 128 Zellen, die hier verbaut wurden. Und ich bin ehrlich gesagt wirklich sehr überrascht, dass hier keine billigen Tütenakkus drin sind, sondern 18650er Akkus. Und jetzt ist mir noch was anderes aufgefallen. Ich hoffe, dass ihr das, vielleicht könnt ihr das sehen, es ist mit dem Licht echt schwierig. Ich konnte mir hier inzwischen jetzt auch schon mal die Typenbezeichnung angucken. Das ist wahrscheinlich für euch gar nicht gut zu erkennen, weil das so sehr klein ist und spiegelt. Und hier steht eine Typenbezeichnung drauf und ich weiß, dass die ersten Buchstaben immer den Hersteller angeben. Und das ist ein L und ein G. Das heißt, das sind LG-Zellen. LG-Zellen. Hier ist der Formfaktor verzeichnet. 26185. Und hier ist noch eine, ja, die zweite Nummer weiß ich nicht. Und diese Nummer, die schreibe ich mir jetzt mal auf und dann recherchieren wir mal gemeinsam im Internet, ob wir was über diese Zellen rauskriegen, die hier in diesem Akku verbaut worden sind. Dann schauen wir uns doch mal gemeinsam die technischen Daten von dieser Lithium-Ionen-Zelle an. Ich habe das Datenblatt hier mal aufgerufen. Wir gucken einfach gemeinsam mal rein. Also das Erste, was schon mal sehr positiv auffällt, hier in der Mitte bei Punkt 1, Punkt 2. Diese Batterie hat also speziell für leichte elektrische Fahrzeuge geeignet. Das heißt also, hier wurde nicht irgendeine, sag ich mal, Taschenlampenbatterie-Akkuzelle eingesetzt, sondern schon eine, die speziell von LG auch für den Einsatz in Elektrofahrzeugen gedacht wurde. Light Electric Vehicle, für mich sind das also Pedelecs und eben E-Roller. Ja, dann Punkt 2 kommen die ganzen Spezifikationen, heißt also unter anderem bei 2.1 seht ihr die Standardkapazität mit 2600 mAh. Und die Zelle muss ein Minimum haben von 2500 mAh. Die Spannung, die Normalspannung liegt bei 3,65 Volt. Also ihr seht, das ist alles ganz normal. Für eine Lithium-Ionen-Zelle sind das hier völlig normale Werte. 2.4 sagt zum Beispiel die Ladeschlussspannung, das sind 4,2 Volt. Und die maximale Entladung soll bei 1C, also bei 2,5 Ampere stattfinden. Ich räume mal einfach drüber. Ihr seht auch zum Beispiel hier die maximale Temperatur, 75 Grad Celsius.
maximaler Discharge Current 2.7, also heißt die absolut maximale entnehmbare Strom liegt bei 10 Ampere. Also da kann man schon ganz ordentlich Strom aus dieser Zelle herausnehmen. Einsatz beim Laden von 0 bis 45 Grad und beim Entladen von minus 20 bis 60 Grad auch sehr gut. Das heißt, man kann also auch problemlos diese Batteriezellen oder Akkuzellen verwenden, wenn es draußen sehr, sehr kalt sein sollte. Hier sind auch noch mal ein paar Angaben, wann und wie man die wie man die Zellen lagern soll, wenn man sie nicht verwendet. Dann haben wir hier bei Punkt 3 das Aussehen, also sprich die Dimension, das kennt ihr alles. Dann haben wir hier eine Auflistung der gesamten Testbedingungen, die mit dieser Zelle gemacht wurden. Es ist ein sehr interessantes Dokument. Ich verlinke euch das auch mal. Und was für uns natürlich jetzt ganz besonders wichtig ist, ist hier unter 4.2.3, nämlich das, das Cycle Life, wie es hier geschrieben wird. Also wie oft kann diese Zelle eigentlich geladen und entladen werden? Und mit einem Zyklus meint man also immer, dass eine Zelle komplett und einmal komplett entladen wird. So, und dann finden wir hier also in der Mitte die Angabe, wenn die Zelle so geladen wird und so entladen wird, wie das die technischen Spezifikationen angeben, kann diese Zelle 500 Mal geh- und entladen werden und hat hinterher noch eine Kapazität von größer oder gleich 70%. Und das ist eigentlich schon mal ein ganz ordentlicher Wert, 500 Lade- und Entladezyklen. Wenn ich mir jetzt mal überlege, wenn ich so meine tägliche Tour damit mache, dann ist das ungefähr 50% der Kapazität, also rund 20, 22 Kilometer. Wir hatten ja 42 Kilometer rausbekommen als maximale Reichweite. Das heißt, wir können über 1000 Ladungen, über 1000 Mal diese Strecke fahren, bis die Akkuzelle dann unter 70% fallen sollte. Was mir auch noch aufgefallen ist, hier sind verschiedene Tests gemacht worden mit dieser Zelle, die hier mal aufgeführt sind. Also zum Beispiel Hochtemperaturtests, thermische Schocktests, also praktisch, wenn die Zelle innerhalb von wenigen Stunden von 65 Grad auf minus 20 Grad abgekühlt wird. Dann ist immer wichtig, ob die Zelle ausläuft, ob die Zelle dicht bleibt, ob die Kapazität sich sehr stark verändert. Das alles hier könnt ihr in diesem Dokument mal nachlesen, ist hier getestet worden. Die Zelle wurde fallen gelassen, die Zelle wurde verschiedenen Vibrationen ausgesetzt, sie wurde überladen, sie wurde kurz geschlossen, sie wurde sozusagen gegrillt bei 130 Grad für 10 Minuten. Ihr könnt hier am Rand sehen, no explode, no fire, das heißt also alle diese Tests wurden überstanden. Einen sogenannten Impact-Test, das heißt also, wenn wirklich die Zelle durchstochen wird, wurde hier gemacht und auch einen Crush-Test, also wenn die Zelle tatsächlich aufreißt, auch hier wurde als Testergebnis hingeschrieben, no explode, no fire. Das heißt also, ich kann mir relativ sicher sein, wirklich diesen Akku mit diesen Zellen zu verwenden. Da mache ich mir jetzt also überhaupt gar keine Sorgen mehr. Sehr spannendes Dokument. Wer Lust hat, ein bisschen was über diese Testverfahren zu lesen, der sollte sich einfach dieses Dokument mal aus unserer Videobeschreibung rausnehmen, den Link dazu, und sich das einfach mal angucken. Und jetzt fangen wir mal an, ein bisschen zu überlegen und zu rechnen. Nachdem wir uns jetzt den Akku angeschaut haben und nachdem wir rausbekommen haben, was in dem Akku drin ist, was für Zellen da drin sind, und wir jetzt also schon davon ausgehen können, dass wir ungefähr 500 Zyklen mit diesem Akku schaffen. 500 Zyklen, danach soll der Akku noch mindestens 70% haben. Habe ich mal ausgerechnet, wie viele Kilometer man denn dann bis dahin fahren kann. Und zwar bin ich davon ausgegangen, von dem Testergebnis, 42 Kilometer pro Akkuladung. Wenn ich das jetzt mal ausrechne, die Reichweite, die ich habe, bis ich bei 70% SOC angekommen bin und 500 Ladezyklen dafür in Betracht ziehe, dann habe ich eine Lebensreichweite dieses Akkus von ungefähr 17.850 Kilometer. Dann hat der Akku rein nach den technischen Werten 70% erreicht. Ich bin also davon ausgegangen, am Anfang 100%, am Ende nur noch diese 70% Reichweite, kommt man auf eine durchschnittliche Reichweite, also auf 36 Kilometer. Das ist sozusagen die durchschnittliche Reichweite, die man mit diesem Akku erreichen kann, bis eben diese 70% erreicht sind. Heißt nicht,
dass man den Akku dann irgendwie wegschmeißen muss, weil wenn einem dann diese Reichweite am Ende noch ausreicht, für mich wäre das immer noch problemlos ausreichend, um zur Arbeit und zurückzukommen, kann man den Akku natürlich weiterfahren, vielleicht sogar runter bis 60% oder bis 50%. Das heißt also, es muss nicht unbedingt nach diesen 17.850 Kilometer mit dem Akku Schluss sein. Das sollte man auf jeden Fall im Kopf behalten. Wer natürlich eine längere Reichweite braucht, der wird dann eventuell früher darauf zurückgreifen, sich einen neuen Akku zu kaufen oder sich eben einen zweiten Akku dazu zu kaufen. Gut, also wir halten mal fest. Ich gehe jetzt mal davon aus, 500 Ladezyklen von 100% bis 70% Kapazitätsbereich, den man nutzen kann, kommen wir also auf 17.850 Kilometer, die man mit dem Akku fahren kann. Ich selber kann mit den Werten, die ich bisher habe, sagen, dass ich höchstwahrscheinlich im Jahr 5.700 bis 6.000 Kilometer fahren werde. Im Monat ungefähr 450 bis 500 Kilometer. Das ist so nach den ersten Monaten so jetzt der Zwischenwert. Und ich bin trotz schlechtem Wetter sehr viel mit dem Roller gefahren. Es kann durchaus sein, dass es im Sommer noch mehr wird, aber dann will ich eigentlich wieder ein bisschen mehr mit dem Fahrrad fahren. Das bedeutet für mich, ich komme also ungefähr auf 3 Jahre, die ich diesen Akku nutzen kann. Dann wäre ich bei knapp über 17.000 Kilometer, 17.100. Das ist natürlich alles über den Daumen gepeilt jetzt. Und dann müsste ich halt gucken, ob mir dann die Reichweite noch reicht oder ob ich eventuell einen neuen Akku brauche. Aber nach den technischen Werten kann ich dann auch noch problemlos weiterfahren mit dem Akku. 3 Jahre Lebenszeit habe ich jetzt mal einfach angesetzt. Und wir blenden euch ja jetzt auch mal diese Tabelle ein, von der ich jetzt die ganze Zeit hier rede. Ich gucke mir jetzt mal die Kosten an, die ich für den Roller habe. Da haben wir also erstmal die Anschaffungskosten von 1.500 Euro plus 550 Euro für den zweiten Akku und das zweite Ladegerät. Dann habe ich für das Versicherungskennzeichen bezahlen müssen 100 Euro. Das ist für 4 Personen. Eine davon ist unter 23 Jahre. Ich habe angesetzt 150 Euro Service pro Jahr und Stromkosten in Höhe von 38 Euro. Wie ich dazu komme, erläutere ich euch gleich. Komme ich also im ersten Jahr auf eine Gesamtsumme von 2.338 Euro. Und wenn ich diese Gesamtsumme durch die ersten 5.700 Kilometer fahre, die ich also wahrscheinlich so ungefähr im ersten Jahr fahren werde, dann komme ich noch auf einen relativ hohen Kilometerpreis, nämlich das sind dann 41 Cent pro Kilometer. Aber bitte, man muss rechnen, ich habe ja auch einen zweiten Akku gekauft und ein zweites Ladegerät dazu. Wenn ihr den Roller nur mit dem mitgelieferten Akku kauft und auch nur das mitgelieferte Ladegerät euch reicht, dann ist dieser Wert natürlich entsprechend geringer. So, im zweiten Jahr werde ich nochmal 150 Euro vermutlich für den nächsten Service ausgeben müssen. Und ich habe ein bisschen Strompreissteigerung eingerechnet, habe ich mal mit 40 Euro gerechnet. Dann bin ich bei 2.528 Euro und habe pro Kilometer nur noch 22 Cent bezahlt. Das ist schon ein Wert, den du mit einem Auto schon definitiv nicht mehr schaffen kannst, zumindest nicht mit einem neu angeschafften Auto. Und im dritten Jahr, ich hatte ja gesagt, ich gehe davon aus, dass der Akku mindestens 3 Jahre halten wird, komme ich dann nochmal auf 150 Euro für den Service. Kann sein, dass das ein bisschen teurer geworden ist. Und 42 Euro Strom. Ich habe also auch hier wieder eine leichte Strompreissteigerung mit eingerechnet. Komme ich dann insgesamt auf 2.720 Euro. Und bei den dann geschätzten 17.100 Kilometer, die ich dann gefahren bin, bin ich dann bei 16 Cent pro Kilometer. Das sind Werte, die ich eigentlich recht überzeugend finde. Und 3 Jahre werde ich den Roller auf jeden Fall fahren. Und wenn nicht ich, dann vielleicht jemand aus der Familie. Kommen wir mal zu den Kosten für den Strom. Hier habe ich mal wie folgt ausgerechnet und hatte ich euch ja auch schon in dem anderen Video gesagt, dass wir also einen Verbrauch haben von 30 Wattstunden pro Kilometer beziehungsweise 3 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Der Realverbrauch beim Fahren und Laden, das hatte ich euch gezeigt in dem zweiten Teil, ist ein bisschen weniger. Ich habe jetzt trotzdem mal einfach diese 3 Kilowatt pro 100 Kilometer angesetzt, um eine runde Zahl zu kriegen. Bei mir ist das so, ich bekomme fürs Laden des Akkus, den kann ich an der Wallbox laden, 22 Cent pro Kilowattstunde. Dann komme ich auf Kosten für 100 Kilometer auf 66 Cent. 66 Cent Stromkosten für 100 Kilometer. Selbst wenn ich nur an der normalen Steckdose laden würde, käme ich noch nicht mal auf 1 Euro pro 100 Kilometer.
Das finde ich schon eine relativ beeindruckende Zahl. Ich habe mal die Zahlen für einen Benzinroller dagegen gestellt. Ich habe mal bei Spritmonitor mir Roller anzeigen lassen der letzten 2-3 Jahre und was die für einen Durchschnittsverbrauch haben. Da variiert natürlich diese Angabe zwischen verrückten 0, irgendwas bis was weiß ich was. Und im Durchschnitt waren es ziemlich genau 3 Liter Benzin, die so ein Benzinroller auf 100 Kilometer verbraucht. Bei einem aktuellen Benzinpreis von so ungefähr 1,38 Euro pro Liter komme ich dann auf 4,14 Euro pro 100 Kilometer. Also je nachdem, wie ihr fahrt oder je nachdem, wie der Benzinpreis ist, wird man also irgendwo zwischen 3,50 Euro und 4,50 Euro für den Liter Benzin bezahlen müssen. Im nächsten Jahr wird ja auch das Benzin um 7 bis 8 Cent pro Liter teurer, egal wo wir dann stehen. Ich habe keine Glaskugel, ich weiß nicht, was der Liter Benzin dann kostet. Auf jeden Fall kann man sehen, dass zwischen 66 Cent und 4,14 Euro da schon ein erheblicher Unterschied liegt. Also das ist mehr als das Vierfache. Und das finde ich von den Zahlen hier schon mal ziemlich überzeugend. Viele von euch haben jetzt aber gesagt, naja, der Akku ist ja wahnsinnig teuer und der Akku ist der Kostenkiller in der ganzen Geschichte. Und ich hatte ja diese Preise alle schon auch in dieser Rechnung mit drin, die ich euch eben schon präsentiert habe, wo ich dann also am Schluss bei 16 Cent pro Kilowatt pro Kilometer angekommen bin. Jetzt habe ich es nochmal für den Akku ganz speziell ausgerechnet. Und zwar habe ich die Akkukosten mal auf den Kilometer umgerechnet. Das macht man so, indem man eben wieder ausrechnet, was hat der Akku für eine erwartete Lebensdauer und wie viel Kilometer kann ich dann letztlich damit fahren, und bin gekommen also für die Akkukosten pro Kilometer auf 2,8 Cent. 2,8 Cent, also rund 3 Cent kostet der Akku pro Kilometer. Dann kommt noch der Strom dazu. Da bin ich bei 0,7 Cent pro Kilometer. Und wenn man das ein bisschen aufrundet und zusammenrechnet, dann kommt man auf 3,5 bis 4 Cent pro Kilometer, die ihr für Strom und den Akku ansetzen müsst, wenn ihr das Ganze mit einem Benzinroller vergleicht. Ihr seht also letztlich daran, der Akku ist also in dieser Kostenrechnung kein Riesenproblem. Auch wenn ihr den also nach 3 Jahren ersetzen müsst, den Roller müsst ihr ja nicht mehr neu kaufen, der wird ja dann sicherlich auch noch ein paar Jahre weiterfahren, dann seid ihr da also mit sehr, sehr geringen Kosten dabei, auch wenn der Akku ersetzt werden muss. Ja, und das finde ich eigentlich schon mal ein ziemlich starkes und ziemlich überzeugendes Ergebnis. Ich hoffe oder ich bin gespannt, ob ihr das auch so seht. Wie gesagt, das sind meine Zahlen. Eure Zahlen können natürlich völlig anders aussehen, das ist mir komplett bewusst. Aber ihr solltet schon mal einen Überblick bekommen, und deswegen habe ich für euch diese ganze Rechnung gemacht, auf die ich hier immer runtergeguckt habe und die wir hier auch dann gerade eingeblendet hatten.